Blues Cannon von Microsoft ist ein Actionspiel der etwas anderen Art. Sie laufen nicht nur wie in den meisten anderen Spielen zu Fuß durch die Gegend, sondern können auch in eines der vielen bereitstehenden Autos einsteigen. Das macht durchaus Sinn, denn Blues Cannon spielt in den gesamten USA, sie müssen also über die Highways von Stadt zu Stadt brausen, was mit Autos natürlich sehr viel Zeit spart. Die Fahrphysik ist für ein Actionspiel sehr komplex geraten, sie müssen also versuchen, die verschiedenen Wagen vom schnellen Flitzer über einen Lastwagen möglichst korrekt zu steuern, ansonsten verlieren sie Lebenspunkte. Die Geschichte von Loose Cannon ist sehr komplex und wird immer wieder durch Rendersequenzen weitererzählt. Die Action kommt natürlich nicht zu kurz. Sie haben diverse Waffen, wie hier ein Scharfschützengewehr mit Zielfernrohr, mit dem sie die Gegner einigermaßen sicher erledigen können. Die gesamte Welt wirkt durch viele auftretende Charaktere und herumfahrende Fahrzeuge sehr lebendig.